Hallo Leute, es geht weiter mit Among the Sleep. Ich bin wieder mit dabei. Am Wochenende kam leider kein Part, das tut mir sehr leid, weil ich halt leider krank war, hatte ich auch bei Facebook gepostet. Macht ja aber nichts, ich habe jetzt gerade mal Zeit, deswegen mache ich das, bevor ich es wieder aufschiebe und nicht schaffe. Ja, wir sind hier zuletzt mit unserem Baby gewesen bei dieser Wippe und verwende Nonnen, um das Inventar zu öffnen. Nein, ich verwende nicht Nonnen, ich habe nämlich die Steuerung geändert, damit ich weiß, wie ich überhaupt in dieses Inventar komme. Und wir... Was, ist er jetzt da raufgegangen? Auf die Wippe? Ich wollte gar nicht auf die Wippe. Ich wollte eigentlich, dass du die Dinger hier verwendest. Ich dachte nämlich eigentlich, das klappt vielleicht. Ich habe auch mal ausprobiert, wie das so mit Maus geht. Und dann läuft das natürlich irgendwie, ich weiß nicht warum, viel flüssiger. Aber ich habe halt dann die ganzen anderen Tasten gerade nicht im Kopf zum Interagieren und so, die ich jetzt auf Gamepad gerade mir angeeignet hatte. Und deswegen nehme ich das mal in Kauf, dass die Kamera hier immer so langsam rumgeht. Mit der Maus geht das voll schnell. Also keine Ahnung, wieso das so ist. Kannst du da rauf? Und kannst du dann... Baby, dreh dich mal ganz langsam darum. Kannst du denn von hier aus diese komischen Eulen benutzen? Oder geht das erst, wenn du... Nicht den Teddy. Den Teddy wollte ich gerade gar nicht. Ja, dann benutzt du die. Ich dachte, die könnte man da reintun. Glaube ich auch, weil da wird ja gesagt, man soll. Aber da sind ja noch mehr Einkerbungen. Vielleicht haben wir die noch nicht gefunden. Wie rennt man denn nochmal? So, okay. Irgendwo hier war doch auch so eine Eule. Oder nicht? Ich werde jetzt die anderen Eulen suchen müssen. Wir suchen jetzt Eulen. Wir sind jetzt auf Eulensuche. Damit wir alle kriegen. Schon unheimlich hier. Mit so, dass wir in die Ecke gucken. Nee, da ist nichts. Macht mich auch ein bisschen wirre hier. Wenn du da nochmal rüber rennst. Hier so hin. Oh, jetzt speichert das. Wieso speichert das denn? Werden wir verfolgt? Gehen wir jetzt wieder zurück? Da ist so eine Eule. Wie komme ich an die Eule ran? Die will ich haben. Die brauchen wir. Hallo. Oh Mann, oh. Können wir das hier irgendwie zum Drehen bringen? Wir sollen uns hier auf den Stein stellen. Nochmal auf den Stein. So, nu. Dann kommen wir hier auf die andere Seite, ne? So, schups, sind wir drüben. Pack mal den Teddy weg. Höhö. Eule gefunden. Nimm die. Agiere. Hä? Ich höre Babygeschrei. Ah, so ging das. Es dreht sich. Da ist ein Zettel gewesen. Warte. Das, was ist das? Was ist das? Kannst du auf die Bank und dir den nehmen? Ist das irgendwie wichtig für uns? Diese Papier habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon mal gefragt. Aber es weiß ich nicht. Gut, dann rauf aufs Karussell. Dann lassen wir uns einfach hier runterfahren. Hui. Okay. Noch eine Eule mehr. Ih, da sind jetzt... Blutspuren. Wir nehmen unseren Teddy mal in die Hand. Besser ist. Wir folgen der Blutspur. Heißt, dass das vor uns ein Mann geht? Ih. Wo geht er denn hin? Wo gehen die Fußspuren hin?
Nach links oder rechts? Dann gehe ich mal hier lang. Ja, und benutzen. Da ist eine Eule. Die wollte wohl blablabla. Aber der Stein. Der Stein ist zu schwer. Können wir hier irgendwas machen? Kannst du das nicht benutzen? Der Stein ist zu schwer. Wie kriegen wir den denn ab? Kannst du hier rauf? Oh, dass er sich so langsam dreht, macht es nicht besser. Bin ich hier auf dem Stein und nun? Hier wird uns bestimmt geholfen mit der Zeichnung. Weiß nicht. Und wenn du einfach dich mal klein machst? Oder so? Das geht das nicht? So, und dann greifst du da so durch? Oder mit irgendwas Langem einfach? Oder müssen wir den Stein jetzt echt runterkriegen? Also so nimmt das Baby die Eule ja auch nicht. Man kann den Deckel angeblich aufmachen. Gerade eben hatte mir so eine Strichzeichnung aber geholfen. Aber das Blatt Papier hilft mir gerade nicht wirklich, von daher. Wo ist Obelix, wenn man ihn braucht? Ah, hier lässt sich aber was machen. Aha, da kommt das Baby ran. Das wundert mich ja fast. Tada! Jetzt können wir die Truhe auch aufmachen. Bleib bitte offen. Bleibst du wohl offen? Geht doch. Eule. Alle Eulen sind meine Eulen. Ich bin die Eulenfängerin. Ah, der gruselige Spielplatz. Das Pferd bewegt sich von alleine. Das ist ja schön. Ja. La la la. So, was war hier? Ist da auch noch was? Oh, da ist auch noch was. Vielleicht kannst du die wegschieben. Ist das ein Schlüssel, der da liegt oder so? Eine Schaufel. Interessiert dich Bibi aber nicht. Okay. Heißt das, wir können jetzt hier runterkrabbeln? Krabbel, krabbel, krabbel. Ich glaube aber, dass wir hierher kommen, oder? Ist das nicht der Ort, wo wir herkommen? Ich will nicht in das gruselige Loch fallen. Ich weiß nicht, sind wir nicht hierher gekommen? Was ist denn, wenn ich durch das Loch jetzt gehe? Hier ist auch noch eine Eule. Helfen einem die Eulenstatuen? Dass man da, wo eine Eulenstatue ist, ist auch eine kleine Eule? Wie viele Eulen haben wir jetzt eigentlich? Fast alle, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt waren, aber so... Kannst du da... Also ich kann runter, damit Teddy dir Licht spendet. Ich kann also wieder runter. Aber dann waren wir hier wohl doch noch nicht, sonst könnte man doch gar nicht hier runter, oder? Was möchtest du uns sagen, komische Zeichnung? Ich weiß es nicht. Ja, Mama geht's super. Mama geht's gut. Komm, wir ruckeln uns mal voran hier. Ach, ja, okay, wir sollten also durch das Loch fallen. Damit wir hier an die Eule auch noch rankommen.
schnell zurück, damit du hier nicht stirbst, kleines Baby. Was ist das denn? You. Komm, wir gehen wieder raus. Okay, wir kommen nicht raus. Das hat nicht funktioniert. Kommen wir hier raus? Sieht doch gut aus. Machst du das mal auf? Ja, geh da mal hin. Genau. Aufmachen. Oh, wie lange man immer festhalten muss, damit er wirklich ganz die Tür aufmacht. So, draußen. Wie viele Eulen haben wir jetzt alle oder fehlt noch eine? Ich weiß es gerade nicht. Wenn wir alle haben, dann haben wir alle. Ja. Man kann sich auch schön auf die Bank setzen und gucken, wie schön das hier ist und merkwürdig und gruselig. Steine, die in der Luft fliegen. Was passiert, wenn wir alle Eulen haben? Werden wir dann verfolgt von irgendeinem Wesen? Diesem Zappelvieh? Hier liegen auch überall immer Sachen. Hier, guck mal. Eine böse Eule. Okay. Bisher konnte ich die Zettel nicht aufheben. Ist da oben noch eine? Vielleicht muss ich auch noch mal hier irgendwo raufklettern oder so. Über dem Reifen waren wir ja eigentlich schon. Ich glaube, dass wir eher woanders hin müssen. Vielleicht hier rauf? Vielleicht ist hier so einmal rutschen. Einmal rutschen, komm. Auf dem wunderschönen Spielplatz. Habe ich auch direkt einen Screenshot gemacht. Muss mich an der Nase kratzen. Da unten sind die Blutspuren. Hui! Das hat Spaß gemacht. Was mache ich jetzt? Waren wir hier schon? Ja, waren wir schon. Menno. Was bedeutet denn das Herzklopfen? Dass man näher dran ist, dass man sich entfernt. Hier zu den Blutspuren müssten wir nochmal, aber die führen ja hier runter, stimmt. Das heißt, wir müssen eigentlich eher nicht in die Richtung. Wo bin ich denn da lang gegangen? Da war der Reifen. Da waren wir jetzt doch auch schon. Und da sind wir dann rausgekommen. Vielleicht auch nochmal hier eher durch. Ganz zurück. Speichert auch. Aber hier ist nichts mehr, oder? Doch. Ist aber nur ein Ball. Der Ball interessiert mich eigentlich nicht. Es speichert wieder. Ich weiß nicht, ob das geht, dass wir die jetzt schon einsetzen können, aber ich versuche das jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geht das nicht? Hast du wieder alle schön... Ja, reinsetzt, bitte. Doch. Ja. So. Jetzt gehst du auf die Wippe.
und mal gucken, ob wir jetzt weiterkommen. Also unser Ziel war es am Anfang, als wir hier ankamen, auch... Ja, jetzt ist nämlich genug Gewicht wahrscheinlich da, dass wir hier rüber können, ne? Yay, das heißt, wir haben es geschafft. Wuhu, wir sind draufgekommen. Mit unserer langsamen, gruseligen Kamera. Das ist ja schön, dann krabbel mal hier durch. Wir haben es geschafft. Stell dich wieder hin. Oh. War das falsch? Momentchen. So. Hier hinstellen und darauf. Also wir wollen nach ganz oben. Das ist irgendwie unser Ziel. Ich weiß aber nicht, was da oben ist. Das werden wir noch herausfinden. Ja, und wo jetzt lang? Da ja wohl nicht. Also mache ich mich wieder klein. Wir wollen ja höher und höher und höher. Wieder klein und wieder groß machen. Und rauf. Ist schon unheimlich, also für so ein kleines Kind und dann auch ohne Gitter hier. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was das Baby sich hier denkt. Oh, wir sind oben angekommen. Das ist ja schön. Mit den riesen Mama- und Papa-Eulen. Eulenspaß für die ganze Familie. Was ist jetzt mit dem Fahrrad? Ach, jetzt kann ich hier rüber latschen. Mhm, ist ja interessant. Voll spannend. Alice im Wunderland. Baby im Wunderland. Wo geht's denn jetzt wohl hin? All right then, one more time. But that's it. Wieder so eine Art Erinnerung oder so? Hm. Langsam umdrehen, eine Regenbogenbrücke. Ach. Oh, finally. We must be getting closer. Xylophonbrücke. Ich hatte früher auch ein Xylophon. Es war aber nicht bunt. Aber meine Nase kitzelt. Da singt sie wieder und es geht wieder in den Tunnel. In die gruselige Rutsche. Dann bleibt immer mein Gesicht stehen. Wenn Loading-Momente kommen. We made it back. Hey, kleiner Teddy. Und du? Na dann. Tschüss. We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Yep. Das ist ein guter Plan. Rein ins Hexenhaus. Ins Puppenhaus. Your mother. Was mache ich denn jetzt? She must be so worried about you. But don't be afraid. You and me will work this all out together. Teddy und ich. Ganz bestimmt. Well, you know the ropes by now. Ich hab den Bogen raus. Ich hab den Bogen raus. Das heißt, ich packe hier jetzt wieder was rein. Ah, die Spieldose, die soll da rein. Ja, dann. Tschups. Mit der Steuerung, das geht ja auch langsam. Klappe zu, Affe tot. Dann drehen wir das Ventilrad. Mit dem rechten Joystick drehen, das macht Spaß. Ah, Teddy, du bist da wieder am Werkeln, alles klar. Ich mache mir immer ein bisschen Sorgen um den Teddy, der ist ein bisschen hilflos. Whoa. Come on,
We have no time to lose. Alles klar. Watch your step. Gut. Whenever you're ready. Jetzt sofort. Teddy, ich bin bereit. Teddy, komm. Teddy, du musst aber auch aus dem Weg gehen. Ach, den muss ich ja immer zu mir nehmen. Oh, Teddy. So, und das hat sich jetzt wieder verändert. Ey, ich verstehe den Sinn noch nicht. Ich glaube, das erfährt man so ein bisschen am Ende des Spiels dann oder so. Aber was das hier alles überhaupt soll mit Teddy und... Wir sammeln immer irgendwie so sowas wie Erinnerungsobjekte ein, habe ich das Gefühl. Und aber es wirkt für das Baby anscheinend alles wie so eine verdrehte Welt oder so. Okay. Hier ist anscheinend nichts. Da oben aber. Nee, es ist nur eine Kerze. Gut, dann gehen wir mal hier durch. Ein knarzendes, gruseliges Anwesen. Ein Geisterhaus. What is this place? I think we should keep quiet. Okay. Bisher ist ja alles okay. Ich glaube, der schlimme Teil kommt noch. Sieht aber schön aus. Wenn es auch unheimlich sein soll. Setz dich einfach auf das gemütliche rote Kissen. Those floaty things, they look like memories. Maybe the next one is behind those roots. Oh, ein Puzzle? Ich mag Puzzle. Das heißt, wir sollen jetzt Puzzleteile einsammeln? Bestimmt, ne? Kommst du denn hier irgendwie durch? So dass man auf die andere Seite kommt. Also er kann hier sehr schwer so durchklettern, deswegen glaube ich, könnte ich das hier vielleicht so ein bisschen als Treppe benutzen. Ich kann ihn natürlich bestimmt auch verschieben, aber... Kann ich das hier mal wegmachen, dieses komische Tuch? Nö. Okay. Dann hat das ja nicht so viel geholfen. Ich glaube, ich soll den Stuhl verschieben, damit ich über die Wurzeln kann. Es wäre zwar einfacher gewesen, wenn er einfach da die Baumwurzeln so klettert, aber dann nicht. Da oben ist ja schon das erste Puzzleteil, das sehe ich ja jetzt erst. Hui, dann gehen wir da hier noch rauf. Das schaffen wir. Nimm ist ihr... Was kann ich damit machen? Ich habe irgendwie meinen Kopf verdreht. Ja, dann pack das Puzzle da rauf. Wir wollen ja nur die Puzzleteile. Das kannst du ja schon mal da rauf tun. Glaube ich. Ich weiß nicht, wo das hingehört. Pack's doch einfach dazu. Da soll das hin. Ah, und dann gehen die Wurzelteile weg. Das ist ja crazy. Verrückt. So, und das Bild zeigt ihr was an? Eine Frau, die sich über eine Brücke beugt und da irgendwas reinwirft oder fischt oder so. Oh, und ein Mädchen.
Mädchen, was hinter ihr steht? Weiß ich nicht, ob die Gebilde dann irgendwie erst dann entstehen. Ich traue mich immer, mich gar nicht umzudrehen. Ich warte eigentlich immer noch so darauf, dass es richtig gefährlich wird. So, jetzt kann ich auf den Stuhl und den verrücken. Aber wohin verrücken? Nimmer. So. Dann kannst du da dich drauf hopsen und dann darüber. Nicht so geklappt irgendwie. Ja, das ist ja schön. Dann geh mal hier weg. Ich weiß nicht so richtig. Ist das denn richtig, was ich hier mache? Soll der Stuhl da überhaupt hin? Ist ein bisschen verwirrend. Und irgendwas hat es ja auch noch mit diesem Tablett hier auf sich. Ich glaube, da kann man auch noch irgendwie rauf, oder? Oder? Den Stuhl verrücken und das Ding hier nochmal betätigen. Damit man da vielleicht hinterher rauf, sich raufstellen kann. Und klappt das wieder runter. Das ist ja doof. Weiß ich nicht. Verstehe ich noch nicht hier mit diesem komischen Tablett-Dingens-Bummens. Da will ich eigentlich nicht wieder hin. Oh, meine Nase. Es kitzelt so. Und was habe ich denn jetzt? Der Weg da ist jetzt frei. Ist denn hier irgendwas noch? Kann man da jetzt mehr sehen als vorher? Bilde ich mir das nur ein? Kannst du da rauf? Und wenn wir hier raufgehen mit dem Stuhl, können wir den Stuhl so weit hinrücken, dass... Tja, das probiere ich jetzt mal aus. Aber es ist halt voll die Arbeit, den Stuhl hier hinzurücken, dass so richtig ist. Verrück den Stuhl. Verrück den Stuhl. Der Stuhl muss verrückt werden. Das ist wichtig, kleines Baby. Komm schon, komm schon, komm schon. Wie weit kann man den denn verrücken? Kannst du den hier überhaupt nicht raufrücken? Ach, das geht gar nicht. Ja, dann ist es auch nicht richtig. So einfach ist das. Und da hinten ist ein Stuhl, da brauche ich den nicht hinrücken. Ich hätte jetzt halt eh gedacht, dafür, dass man dann hier irgendwie über die Wurzeln kommt mit dem blöden Stuhl. Dann verrückt man den auch nicht so weit. Und ja, jetzt hakelt der da irgendwie fest oder so. Es ist von der Steuerung echt Müll. Nicht jetzt, weil es ruckelt oder so, sondern einfach die Steuerung. Komm schon. So, es ist jetzt eigentlich relativ nah dran. Wenn du den Hopser jetzt nicht schaffst, dann weiß ich auch nicht. So, geht das nicht? Es geht nicht. Ich muss einen anderen Weg finden fürs nächste Puzzleteil. Das ist ja blöd. Kannst du hier rauf? Kann man darauf? Nö. Kann man nicht. Ja, Baby, was möchtest du denn? Hier rauf? Kletter darauf. Hinauf. Oder man muss hier mit dem Bild noch was machen. Oh! Ich habe die Non-Taste nicht verwendet auf das Bild. Das ist ja interessant. Das heißt, man kann durch das Bild jetzt steigen. Mhm.
Moment. Da unten blinkt was. Achso, es sind Bläschen. Sterbe ich, wenn ich da durchgehe? Oh, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich frage mich, ob man wirklich stirbt, wenn man hier ins Wasser fällt. Das sieht aus wie so ein Sumpf. Irgendwo finden wir bestimmt das nächste Puzzleteil hier. Im Sumpf. Schnell. Nicht das Wasser aufrühren. Oh. Was zum Kriechen. Plitsch, platsch. Ich höre was hinter uns. Ich höre irgendwie was hinter uns. Kannst du hier irgendwo klettern? Wo soll ich denn hin? Jetzt bin ich von da gekommen und weiß gar nicht wohin. Vielleicht einfach mal den Teddy benutzen, damit wir was sehen können. Ach so, ich kann hier was machen. Ach so, dann kann ich darauf klettern. Irgendwie findet man ja doch immer den Weg. Irgendwie. Auch wenn man... Ist echt so ein bisschen wunderlandmäßig. Man weiß halt erstmal gar nicht so richtig, wohin und dass das geht. Dann auch noch alles aus dieser Babyperspektive. Ich soll doch jetzt nicht auf den Tisch, oder? Nein, ich soll hier hin. Geh da hin. Und nicht runterfallen. Du Kind. Geht doch. So, jetzt bin ich hier. Bin ich irgendwie runtergefallen, oder? Komme ich jetzt aus der Spalte hier wieder raus? Kletter mal hier weg. Oh, das hört sich nicht gut an. Ich habe mich irgendwie selbst ein bisschen in die Irre geführt. Kannst du da wieder rauf? Ja. Ja, das ist gut. Dann kannst du ja auch hier einfach mal runter. So, und bevor der Part jetzt hier zu lang wird, geht es im nächsten Part weiter mit Among the Sleep. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!